Damen und Herren, ich begrüße Sie an diesem schönen Ort und möchte Ihnen heute etwas über das Gottverständnis mitteilen oder Sie anstoßen, weiterhin zu forschen und zu suchen. Wir alle, wir Menschen, sind auf dem Weg zu unserer inneren Erkenntnis, zu unserer Erleuchtung, wie man so schön sagt, in der Esoterik, oder an unserem Aufstieg interessiert. Wir sind schon unendlich lang auf der Erde und schon oft hier gewesen. Einzelnen ist das vielleicht unbekannt. Viele würden das grundsätzlich ablehnen, dass es das gibt, Wiedergeburt oder neugeboren werden auf dieser Erde in einem neuen Körper bei anderen Menschen. Das muss ich Ihnen selber überlassen. Nun müssen Sie sich vorstellen, dass alles auf der Erde immer eine Entwicklung und eine gewisse Zeit braucht. Niemals kann man in einer kurzen Zeit alles sehen, spüren, wahrnehmen, erkennen, lernen und wissen. Wir wissen immer nur teilweise etwas und von großen Weisheit noch weit entfernt. Auch Naturwissenschaftler auf der Welt werden nie hinter die großen Geheimnisse kommen, sondern nur ansatzweise daran kratzen. Irgendwann werden sie feststellen müssen, dass sie, je mehr sie wissen, umso weniger Wissen haben. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir als Seelen auf die Welt kommen, als Geister in einem Körper. Wir Menschen haben einen Körper zur Benutzung, solange wir leben, solange wir hier sind. Und dieser Körper ist gesteuert durch Geistwesen, Naturgeistwesen, wie Jesus uns das erklärt hat, und ist ein Diener der Seele. Aber der Körper kann uns stören im Ablauf der Entwicklung für die Seele. Das wäre ja nicht das Ziel. Wir, wenn wir leiden, wir Menschen leiden, so sind wir eigentlich weit davon weg, uns Gott hinzuwenden, sondern wir sind vielleicht böse, wir sind enttäuscht, vielleicht auch frustriert oder geben Gott sogar die Schuld, dass es uns nicht gut geht. Darum möchte ich Ihnen verschiedene Aspekte hinlegen, die Sie zum Denken oder zum Suchen wie anregen. In der Frühzeit, das lesen wir teilweise im Alten Testament und in speziellen Quellen mit direkten Aussagen oder Durchsagen von der höchsten Schöpfung, wurden die Adamiten, also die Nachfolger von Adam, aufgesucht und es wurden ihnen neue Erkenntnisse übermittelt, die der Adam eigentlich falsch verstanden hat. Seine Nachkommen haben das Volk oder die Völker, die daraus entstanden sind, unterdrückt mit Gesetzen, grausam geknüttelt und ihnen sämtliche Freude am Leben genommen, sondern durch die harten Gesetze sie weit weggebracht von irgendeiner Liebe oder Zuneigung zu unserem großen Vater, zum Schöpfer Gott. Und damals kam er in der Gestalt von Asmael als höchster Schöpfer im Geist eines menschlichen Körpers. Sie waren erstaunt, was er ihnen sagte und ihnen ihre ehemaligen Denkmuster veränderte. Kurz danach kam er in der Form von Abidam wiederum und zeigte ihnen wiederum den Gründervätern, den Alten, den Führern dieser großen Völker, um was es eigentlich geht, oder ihm am Anfang vor über 900 Jahren schon gegangen ist. Er hat ihnen aufgeklärt, dass sie alles falsch verstanden haben und eigentlich nur gottesfürchtig waren, weil sie Angst hatten. Er hat ihnen aber ganz klar mitgeteilt, eine gewisse Gottesfurcht ist gut und die Gesetze können aber eigentlich die Menschen von Gott wegbringen, weil sie Angst haben. Wo Angst ist, ist keine Liebe. Und natürlich auch keine Hoffnung. Er hat ihnen genau erklärt, dass Gott grundsätzlich der Gesetzgebende, der große Schöpfer ist. Aber kommunizieren mit den Menschen, mit den Seelen, tut der Teil oder macht der Teil von Gott, der Vater. Der Vater, die Güte, die Liebe, die Zuneigung, der Liebesstrom oder Lichtstrom.
Wenn Sie jetzt einfach nur Gott rufen, laufen Sie Gefahr, wie er damals gesagt hat, der Abidam, dass Sie eigentlich von dem gesetzgeberischen Teil Schwierigkeiten bekommen oder sogar gestört oder sogar getötet werden könnten. Für uns schwer verständlich, aber logisch. Wo Gesetze sind, müssen die eingehalten werden. Ein Gesetz kann sich nicht biegen und ändern. Das kann nur der Teil der Liebe oder der Teil des Vaters. Und er hat genau diesen Adamiten gesagt, Nachkommen von Adam und natürlich eigentlich vom Abel und des Kains, dem Überlebenden, der eigentlich seinen Bruder getötet oder ermordet hatte. Es ist der Schlüssel zur Schöpfung der Allliebe nur durch die Liebe. Und er hat gesagt, ich brauche gar keine Gesetze mehr, denn dort, wo Liebe ist und die Erkenntnisse dazu, braucht es kein Gesetz. Und kein Gesetz nützt dem Menschen schlussendlich, wenn er aus Angst daneben vorbeiläuft, nämlich neben der segnenden Hand oder der anziehenden Liebesströme vom Vater oder der Urquelle. Jesus Christus war dann der spätere Nachfolger. Das hat er dort schon angekündigt, das weiß ich nicht wie viele, tausende Jahre zuvor schon, dass er dann kommt und eigentlich wieder mit den Menschen in Kontakt tritt, um ihnen zu helfen, von den alten, harten Gesetzen und dem Unglauben des Opferns wegzukommen. Wir opfern heute ja nicht mehr. Viele denken überhaupt nicht mehr, dass man das tun sollte. Und auch Gott will nicht, dass wir opfern, sondern will eigentlich eins, der Teil seines göttlichen Willens, der Liebe, will mit uns als Kinder, als seine Nachkommen in Kontakt treten, möchte, dass wir ihn lieben, ihn suchen und das Urvertrauen wiederherstellen, das eigentlich ein Kind hat zu seinem eigenen leiblichen Vater, meistens natürlich auch zu der leiblichen Mutter. Das können wir nicht ändern und das sollte auch so sein. Aber sobald wir den Verstand einschalten, fragt sich jeder, ja, wo ist denn Gott? Warum bin ich hier? Weshalb geht es mir schlecht? Warum wirken meine Gebete nicht? Weshalb komme ich keinen Schritt vorwärts in meiner Entwicklung oder in meinen Wunschvorstellungen? Das sind da Fragen, die sind aber rein menschlich und wieder seelisch bedingt. Grundsätzlich, wer sucht, wird eines Tages finden. Aber ihr müsst euch vorstellen, ein Mensch, der dauernd in der Dunkelheit, im Tale lebt, wandert, aber trotzdem sucht nach der Liebe, nach dem Licht, wird es eines Tages finden. Es wird ihm eher angerechnet, weil er immer suchend war und wenig Fehler gemacht hat. Also ein Mensch, der eigentlich weiß oder meint, er wisse alles, was Gott, die Zukunft und natürlich das ewige Leben nach dem Tod bedeutet, aber mit Gott keine Verbindung eingeht oder ich sage jetzt mal mit dem Teil des Vaters, der Gnade und der Liebe, der wird eher abgestraft oder geschwächt im zukünftigen Jenseits. Viele Menschen sagen dann, was soll ich mich abmühen, mit Gedanken wälzen und Ängste haben vor der Zukunft? Grundsätzlich ist das richtig, aber ein Mensch, der auf eine Reise geht, sollte sich auch überlegen, was treffe ich dort an, was brauche ich für Vorräte, was muss ich mitnehmen, wenn dieses und jenes passieren könnte, oder eigentlich sich vorbereiten auf die Reise und die Umgebung, die dann natürlich dazu passt. Ein Mensch, der sagt, nach mir gibt es nichts mehr oder nach dem Tod gibt es nichts mehr. Liebe Damen und Herren, ich möchte nicht in der Haut von so einem stecken, denn er wird das erhalten, was er glaubt, was er erschaffen hat oder was er sich vorgestellt hat, das absolute Nichts, die Dunkelheit. Und diese Verstorbenen sind die lästigsten für mich oder für Hellfühlende, Hellhörende. Das sind Menschen, die dann als Seelen schreien, um Hilfe betteln, weil sie buchstäblich in einem Loch gefangen sind oder in der Dunkelheit stecken, sich nicht mehr bewegen können, sich nicht mehr eigentlich finden. Ein Mensch, der in der Luft hängt, in der Dunkelheit, keinen Boden mehr hat, keine Wände, keine Begrenzungen, wird vom Verstand entsetzlich geplagt, bekommt Panik und Entsetzen. Und genau diese Seelen sind es dann, die zu uns Hellfühlenden, Hellsichtigen kommen,
zu Kindern und einfach die Arroganz haben, du musst mir jetzt helfen, ich will, dass du mir hilfst, du bist für mich zuständig. Und da muss ich Ihnen sagen, das kann es nicht sein, dass ein Mensch eigentlich durch seine Notlage dann andere nötigt und denen ihre Lebensqualität zerstört. Natürlich sollten wir denen helfen. Für das habe ich ein anderes Video gemacht, das Loslösen von Seelen und Astralwesen. Aber jetzt müsst ihr euch einfach vorstellen, ihr bestellt im Hier und Jetzt für die Zukunft euren Platz. Oder sozusagen die Reisegutscheine oder das Reiseticket. Habt bitte keine Angst vor dem Weggehen, denn es könnte jeder Tag sein. Keiner von uns hat die Gewähr und die Sicherheit, dass das Leben lange dauert. Es gibt Menschen, die sterben schon mit 20, andere schon als Kleinkind, andere dann mittendrin im Leben. Und man findet dann immer wieder einen Grund, dass es aufgehört hat, das Leben, Herzstillstand, Hirnschläge oder andere irgendwie Probleme im Körper, die wie eine Maschine auch die ihren Dienst irgendwie aussetzen. Aber oft ist es anders, als man denkt, sondern sind seelische Programme, die dann plötzlich eigentlich abhängen, abschließen oder einfach den Stecker ziehen, wenn der Mensch sich nicht entwickelt oder nicht nach seinem Seelenplan, den wir selber gemacht haben, eigentlich sich weiter bewegt. Dann sagt die Seele Schluss jetzt, wir müssen neu beginnen, wir müssen neu anfangen, das kommt nicht gut und schließt ab. Es tönt jetzt eigenartig, aber überlegen Sie mal, die nächste Gelegenheit kann eine neue Chance bieten, eben wie gesagt, das nächste Leben. Aber befassen wir uns mal mit dem, was uns dort erwartet. Jesus hat das vielen schon mitgeteilt zu seiner Zeit, wo er auf der Welt war, dass dort der Vater unzählbar viele Häuser hat und Gelegenheiten für jeden Menschen das Passende hat. Also wenn ein Mensch sich nicht vorstellt, dass es da drüben was gibt, hat er schon ganz schlechte Voraussetzungen. Ein Mensch, der über sich keine Gedanken macht und sagt, ja du, es kommt dann so, wie es kommen muss, hat zumindest keinen Fehler gemacht, dass er etwas manifestiert, eigentlich, dass es nichts gibt. Es gibt dann einfach das noch, den Restposten, den er hatte am Schluss seines Lebens. Er wird wahrscheinlich das Gleiche wiederum haben oder noch haben. Also es gibt für den Menschen, der keinen Glauben hat, trotzdem die Hoffnung, dass er da drüben eigentlich seinen Platz bekommt und keineswegs gequält, vernichtet oder drangsaliert wird. Viele Menschen leben noch in der alten Urangst, die uns die alte Religion eingepeitscht hat oder die Kirchen, wie sie auch das immer anstellten. Sie brauchten Menschen, die Angst hatten und natürlich dauernd unter Druck waren vor dem bösen, strafenden Gott. Und genau diese Menschen haben dann da drüben aus Angst etwas erschaffen, ein Elemental. Wir wurden durch viele Jahrhunderte, fast 2000 Jahre geprägt durch Religionen, durch Machenschaften von diesen eigentlich Kirchen oder sektenartigen Gebilden. Die Menschen waren dauernd unter Druck. Die meisten konnten noch nicht lesen und glaubten jetzt einfach jemandem alles, was er ihnen erzählte. Aber sie suchten eigentlich grundsätzlich Gott und bekamen dann Gesetze und Angstmechanismen zum Spüren. Und gerade unsere Kirchen haben ein schlechtes Beispiel geliefert während diesen 1700, 1800 Jahren, wo sie eigentlich die Menschen ausbeuteten, quälten und Millionen umbrachten im Namen des höchsten Gottes. Stellt euch vor, diese Gräueltaten kleben an den Fingern dieser Menschen, der damaligen, die heute immer noch dort sind. Viele inkarnieren aus Schuldgefühlen wiederum in die gleichen Ämter, in die gleichen Posten und machen ihr Spiel weiter, weil sie glaubten damals, dass sie in einer neuen Inkarnation etwas verändern könnten, verbessern könnten. Sie sind Gefangene von ihrem damaligen Tun. Sie verstehen einfach gar nicht, was mit ihnen passiert, wobei sie selber die sind, was ihr Leben natürlich jetzt darstellt. Wenn ihr euch genau hinwendet zu diesen Informationsquellen, könnt ihr mal schauen, die Gräueltaten der Kirchen, der Religion. Es ist ein Hohn.
Es ist fast unglaublich, was da passiert ist. Ganze Völker wurden unterdrückt, ausgerottet. Man hat ihr Blut genommen oder buchstäblich ihr Gold gestohlen, an dem das Blut dieser Völker klebt. Denken Sie an die mittelamerikanischen Indios, die mexikanischen, die südamerikanischen, denen man einfach nur aus Goldgier alles weggenommen hat, sie versklavt hat. Die sind heute teilweise noch traumatisiert. Und dieses Gold klebt an den Altären. Es wurden Monstranzen daraus gegossen, Kirchen verziert für hunderte von Millionen Franken mit Gold, das gestohlen ist, das nicht der Kirche gehört und schon gar nicht irgendeiner Religion. Es ist echt nicht zum Aushalten. Dieses Schulden machen und im verlogenen Sinn, dass man sagte, die Völker sind keine Menschen, die haben keine Seelen, das wurde erst vor kurzem von der Kirche klargestellt oder verändert. Aber es nützt nichts mehr. Diese Situationen, diese Gräueltaten sind vor 600, 700 Jahren und bis in die jetzige Zeit erfolgt. Ich möchte nicht in Details gehen, aber wenn ihr Gott sucht, sucht sie in der Natur. Sucht ihn dort, die Liebe des Vaters, in allem, was ist. In der Natur, das kleinste Gras, die kleinste Pflanze, das kleinste Insekt ist beseelt, hat ein Leben und ist mit deinem göttlichen Funken und Geist ausgestattet. Ein geistiges Entwicklungspotenzial werdet ihr nie in der Kirche finden, denn dort sind Gräuel, Schulden und dunkle Energien. Stellt euch vor, die Klöster, wo die Menschen hingehen, zu Tausenden, Hunderttausenden im Jahr, besuchen diese Klöster und meinen, sie finden ihr Heil. Diese Klöster haben alles zusammengestohlen. Der größte Teil, können Sie nachvollziehen, wurde Menschen abgenommen, die kurz vor dem Sterben waren. Man hat ihnen gesagt, wenn du dein Gut, dein Heim, dein Haus, dein Heimwesen oder deine Gegend vermachst bei Fürsten oder bei hohen Amtsträgern, dann kommst du in den Himmel und wir sorgen dafür, dass du nicht ins Fegfeuer musst oder als Ablass niemals in die Hölle musst. Und so wurde diesen Leuten mehr oder weniger sanft oder mit Druck in Todesangst des Sterbens ihr Land, ihre Güter, ihr Geld abgeluchst. Alles ist gestohlen. Sie müssen sich vorstellen, wie kann sich ein Kloster glücklich fühlen und den Menschen Heil bringen, Heil versprechen oder den Menschen dort Heil finden in einem Gebäude, wo alles gestohlen ist. Mit Lüge, mit Gewinnsucht, mit Herrschsucht und natürlich eigentlich im Sinne und Geist der absoluten Lüge und einem Schauspiel gegenüber von Gott, eigentlich dargestellt von den Leuten. Und im Hintergrund haben die Menschen ganz anders gelebt, als sie vordergründig zu scheinen schienen oder darstellten. Sie waren falsche oder gefälschte Darsteller. Unter den Klosterbrüdern, unter den Priestern gab es immer wieder wunderbare Menschen, die versuchten wirklich das, was sie wollten, umzusetzen, den Menschen helfen mit guten Absichten. Wurden oft gebremst, getäuscht oder von der Kirche zurückgebunden, von Rom zerstört und oft als Ketzer verbrannt oder ermordet, weil sie nicht linientreu waren und das taten, was die großen Päpste in ihren grausamen Machtausübung wollten. Ihr könnt euch selber informieren, es ekelt mich, über diese Situation zu sprechen. Aber ich möchte Ihnen einfach sagen, Sie müssen diese Glaubensmuster, dass sie abhängig sind von einem Glauben, einer Kirche, einem Kloster oder dort eine Schuld zu begleichen hätten, löschen. Wahrscheinlich sind sie viel unschuldiger und natürlich keuscher als alle, die dort sind. Machen Sie sich nicht vor, liebe Damen und Herren, schalten Sie auch den Verstand ein. Für was brauchen wir heute noch Klöster? Monokulturen. Zum Glück lösen sich langsam auf. Aber ich glaube nicht, dass das Geld, das Gold, der Schatz dieser Klöster, dieser Kirchen
schlussendlich zurückkehrt zu den Menschen, denen man es gestohlen hat. Das Volk, das einfache Volk, ich sage mal das dumme Volk, wurde seit jeher betrogen und missbraucht und ausgebeutet. Der Staat zahlt, was die Klöster und diese Kirchen angerichtet haben. Jeden Tag hören sie, was diese wieder angestellt haben, indem sie Kinder missbrauchten oder sexuelle Übergriffe machen. Stellt euch vor, wie soll ein Mensch, der etwas darstellt und ein Beispiel ist, anderen die Beichte abnimmt, anderen eine selige Nahrung geben will, letzte Ölung oder eine Hostie reicht als Gabe vom Vater, wenn er selber eigentlich unrein ist. Wo Unreines ist, kann niemals etwas Reines sein. Drum, liebe Damen und Herren, die meisten von uns sind reiner als rein, haben aber Ängste, dass sie das Ziel nicht erreichen, werden oft auch von der Dunkelheit missbraucht und heimgeführt, von geistigen Dunkelheiten. Ich rate Ihnen an, machen Sie jeden Tag ein Gebet zum Höchsten, zum Vater der Allliebe oder zum Heiland Jesus Christus. Scheuen Sie sich nicht, die höchste Instanz zu rufen. Und wenn es nicht sofort wirkt oder nicht das sofort eintritt, kann es sein, dass es eine gewisse Zeit braucht, um sie zu stabilisieren. Es kann nicht alles am ersten Tag erstellt werden. Kein Gebäude auf der Welt ist in einem Tag gebaut. Und so ist auch unsere Seele, unser seelisches Haus im Jenseits, nicht in einem Tag zu erstellen. Es braucht eine gewisse Kontinuität, Hingabe und natürlich auch den Wunsch, konstant mit dem Göttlichen verbunden zu sein. Wenn ich das will, suche, wird es auch so sein. Ich spüre vielleicht lange Zeit noch nichts, aber es ist trotzdem, die Verbindung ist da. Eines muss ich auch noch hinweisen, stellt euch vor, ein Mensch sich ablehnt, kritisiert oder gar hasst. Das hat Jesus gesagt an zwei Orten, dann ist er eigentlich ein Kritiker vom Geschenk, das der Vater, die Urquelle, ihm gegeben hat, am Anfang, zu Beginn der Leben. Und denkt dran, wenn ihr eigentlich euch ablehnt, dann bekommt ihr keinen Zugang zu der göttlichen Quelle oder zu den Kanälen des Lichtes. Also schätzt das Geschenk, liebt es. Sonst müsst ihr damit rechnen, dass das Geschenk, euer Körper, krank wird, Störungen aufweist oder Schwächungen hat. Ich wünsche euch viel Glück, viel Kraft, viel Durchhaltewillen. Und erlöst euch von Ängsten, dass ihr gesündigt habt, dass ihr schwach wart. Ein Kind macht Fehler, wir sind große Kinder, werden es immer sein. Aber wenn ich die Fehler erkenne und ändern kann oder im Sinn habe es zu tun, es dann auch mache, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Habt keine Angst. Am Schluss stelle ich euch einfach das frei hin, ein Gebet. Jeden Tag kurz, aber sehr liebesintensiv. Ich rufe dich, geliebter Vater, Urquelle von allem, was ist, da oben in allen Himmeln. Ich, dein Erdenkind, rufe dich. Hülle mich bitte ein mit deinem höchsten, reinsten, göttlichen Liebeslicht, der weißen, kristallinen und dem roten Liebeslicht des Christus, Liebesenergiefeldes. Fülle mich auf mit deinem göttlichen Licht und beschütze mich vor all dem, was mir schaden könnte oder mich schwächt. Ich danke dir, Vater im Himmel, für diesen schönen Tag. Es geht alles leicht und es ist schön. Ich danke dir für die Fülle und den Reichtum für meinen Körper, meinen Geist, aber vor allem für meine Seele. Amen. Diesen Sinn und Geist wünsche ich euch viel Erfolg in eurem Leben.